Moin, Servus, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghostwire Tokyo. Wir zu der nächsten Folge. Wir müssen zurück zu dem Geist, der da in dem komischen Raum da war. Ein paar verfluchte Gegenstände reinigen. Ganz wichtig hier der Staubsauger. Wir gehen jetzt hoch gucken, ob der Geist für uns dementsprechend Zeit hat. Und Origami, cool, die Fallkunst. Okay. Was? Aber das ist immer noch grün. Das ist immer noch grün. Sagt die Karte dazu. Die Angestellten nutzen es offenbar als Hauptquartier. Was? Cool. Wacker Kohle. Grüner Tee. Kommen wir mal mit. Ich dachte, ich wäre hier durch eigentlich. Weil die Mission ist weg. Keine Ahnung. Vielleicht bleiben die auch grün, dass man weiß hat erledigt. Ist hier irgendwo so ein Flattervieh? So, noch ein bisschen Essen mitholen. Schön das Auto hier reinigen. Da hinten sind wieder Wanderer. Rote Ätherkristalle. Während du Shibuya erkundest, stößt du gelegentlich auf leuchtende rote Ätherkristalle. Sie explodieren, wenn sie zerstört werden. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen und Besucher im Explosionsradius Schaden zufügen. Zudem setzen rote Ätherkristalle bei ihrer Zerstörung rotes Äther frei, der SK für Feuerbeben wiederherstellt. Alles klar. Weitaus schneller.
Junge, was ist mit dem? Wo war hier der rote Dinge bitte? Also falls ihr den roten Ätherkristall seht, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wo ich den verpasst habe. Okay, der ist explodiert, glaube ich. Weil da war ja dieses rote Zeug. Wie viele Pfeile haben wir? 9. Das ist gut. Mit den 9 Pfeilen kommen wir klar. Erstmal. Sagen wir gehen hoch, hä? Ups. Also falsche Taste gedrückt. Jetzt kann man den mal ein bisschen sehen. So. Ah, da hinten ist der Schrein, den wir säubern müssen. Okay, 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 okay. Schon wieder fast einen Fehler gemacht. Kern, erscheine! Ich spüre irgendjemand in der Nähe. Große Schreine reinigen. Mann, was ist denn heute los? Mehrere verderbte Tori. Durch die Reinigung aller Tori und solche Schreine, Lichtnebel, Umgebung, bla bla bla. Zu. Was das? Da das so weit geht. Ups. Ja, sorry. Was sind diese Scheißkern?
Ah. Okay. Gleich mal gucken, dass wir uns wieder leer machen in so einer Telefonzelle. Ah, das ist noch so ein Badeanstalt. Noch so ein roter Ätherkristall. Ja, wir gucken später nach euch. Ich muss jetzt hier erstmal... Aha, hier ist die Telefonzelle, okay. Dann... säubern wir noch ein bisschen. Oder sind diese starken Todesser, sag ich jetzt mal. So auf Harry Potter angelehnt. Bisschen Yen braucht man immer. Da oben ist der. Alles klar, das ist noch. So. Noch hier die Statue mitholen. Und dann würde ich sagen, Schrein säubern, hä? Der die Tasten nimmt. Und die Finger brechen. Okay. まれびとの気配がするな。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。 敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。 Na, ich dachte, wir können ihn reinigen. Tschüss. Im Bann der Dämonen.
So, dürften nur noch die zwei sein. Yo. Da waren noch zwei Schirmträger und ein Rusher. Decken sich also gegenseitig in den Rücken. Löse dich! So. Na, ein paar Pfeile. Warte, gibt manche, die sich durchlesen wollen. Oh. So. Schnellreise. Wähle einen gereinigten Schrein oder einen anderen Schnellreisepunkt im Kartenmenü und drücke R, um sofort dorthin zu reisen. Nice. Okay, wir gucken jetzt noch, was hier zurückgelassen worden ist. この感じ、近くに何かあるな。
何か？いわゆるパワースポットってやつだ。お、なんだ？Opfergaben. Wenn du Maika als Opfergaben darbringst, wirst du entsprechend des gespendeten Betrags belohnt. Bestätige die Menge an Maika, die du spenden möchtest, wähle ein Gebet und schließe den Prozess ab. Na, 500. Ich möchte mehr Shizu-Statuen finden. Ich möchte finden, wonach ich suche. Ich möchte mehr... Eigentlich sind Lebenspunkte immer wichtig. Aber hier mit diesem grünen Zeug sind wir oft knapp bei Kasse. Aber ich sage, Lebenspunkte. Katashiro, Bestellung. Ich habe kürzlich 10 Katashiro bei ihrem Schrein bestellt. Benötige nun aber doch 15 Stück. Bitte entschuldigen Sie die plötzliche Anfrage. Den Differenzbetrag zahle ich selbstverständlich. Ed Warren. Das ist der Feuerzauber. Feuerweben. Feuerweben beschwört mächtige Feuerspeere mit einer großen Reichweite. Durch Aufladen des Angriffes werden aus Speere explodierende Kugeln, die vielen Besuchern gleichzeitig Schaden zufügen. Wieso Besuchern? Okay, cool. Angriffsart wechseln. Angriffselemente durchgehen. Also mit E kann ich Waffe durchgehen. E gedrückt halten für Angriffsrad öffnen. Was gibt's denn alles für Elemente? Bin ich mal gespannt. Ein Talisman. Hier habe ich Feuer. Kann ich auch auf Feuer und Dings wechseln. Sag mal, ein Feuerpfeil. Feuer, einen aufgeladenen. Okay, der explodiert. Waschbär. Gut, dann ich würde sagen, okay, wir sind noch jetzt Dr. Doolittle. Ich würde sagen, damit war's das für diese Folge. Hat Spaß gemacht. War cool. So, den Schrein zu lösen, mal so ein bisschen Stealth-Attacken so zu machen, so. Bisschen Ninja-mäßig. Also ich muss sagen, das Spiel ist echt grafisch schön. Mit der Kamerabewegung ist ein bisschen übelst schnell. Bisschen komisch gelöst. Aber das muss wahrscheinlich sein wegen Aim und sowas. Aber macht Spaß. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö und ciao, Kakao. Tschüss.